Hey Leute, heute bringen wir euch die ersten Patch Notes für den Early Access Update 0.0.1. Dieses Update enthält eine Menge Balance-Änderungen, die das aktuelle Meta ordentlich durchschütteln werden, bevor wir am 13. August in den Free-to-Play Early Access starten. Es wurden auch diverse Bugs behoben, von fehlerhaften Animationen bis hin zu Problemen bei der Lokalisierung. Vergesst nicht, eure Updates auf Steam zu installieren und Feedback in die Kommentare zu schreiben. Denkt dran, dass Replays von früheren Versionen nicht mehr funktionieren werden. Wir kommen heute mit unserem ersten Patch als Live-Spiel zu euch. Das heutige Update enthält eine Vielzahl von Balance-Änderungen, die das Early Access Meta durcheinander bringen werden. Zusätzlich zu den Balance-Änderungen zielt der Patch auch darauf ab, die Leistung und Stabilität des Spiels vor unserem bevorstehenden Early Access Start am 13. August zu verbessern. Es gibt diverse allgemeine Punkte, die gepatcht worden sind. Hier haben wir zum Beispiel Fixes zur Verbesserung und Verzögerung von Abstützen und Stabilität. Wir haben die Meldungsreduzierung, wobei das hat mich jetzt nicht gestört, dass der Alarm zu oft gespielt wird. Mein Problem ist ja, dass ich teilweise immer noch nicht mitbekomme. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Einmal zum Beispiel hatten wir jetzt eine Szene im Stream, wo meine ganze Eco tot war und dann kam erst der Alarm. Hey, your base is under attack. Das fand ich zum Beispiel nicht cool, aber hier bei Airworms-Punkten scheint das nochmal eine andere Sache zu sein. Die Häufigkeit unter Angriffmeldungen wurde auch reduziert. Die Struktur fertiggestellt, Forschung gestartet, wurde entfernt. Ja. Bei den Vanguards wurde ein Problem behoben, dass die Helicarrier am Kartenrand stecken geblieben sind. Das hat zum Beispiel Nello gestern in seinem Stream gesagt, das hat er mitbekommen und gesehen. Bei den Infernals wurde endlich die Lautstärke des Ansagers reduziert, um besser mit anderen Audios übereinzustimmen. Und ein Problem wurde behoben, bei dem die Hexe nach Verwendung des Shadow von Shadow nicht korrekt animiert worden sind. Ja, dann gibt es ein paar diverse Changes in der Lokalisierung, in der Kampagne, im Koop, hier dann auf den Helden eingehen. Und das Wichtige, weswegen wir eigentlich alle hier sind und die Patch Notes lesen, sind die Balance Notes. Es gibt hier auch wieder unterschiedliche Rubriken allgemein und dann jeweils für die einzelne Rasse nochmal. Ja, und dann wurden die Upgrade-Kosten für die Stufen 2 Strukturen im Allgemeinen von 200 Luminite und 100 Therium auf 150-100 gesenkt. Die Dauer für das Upgrade der Stufe 2 Befehlstrukturen auf Stufe 3 Strukturen wurde von 90 auf 70 Sekunden reduziert. Und von den Upgrade-Kosten auf Stufe 3 wurden 250 auf 200 gesenkt. Also generell ist das ein guter Change, dadurch können wir schneller tacken. Und das habe ich ja zum Beispiel vorgestern in meinem Stream angesprochen, dass ich mich fühle, als würde ich komplett geforst werden, Units zu bauen, und dann fehlt mir das Income natürlich, um auf T2 oder T3 zu gehen, wobei T2 echt das größere Problem für mich war. So, dann haben wir noch Patches am Creep, zum Beispiel gibt jetzt ein Hellscam, sogar 40 Luminite pro Mob, der da drin ist und getötet wird. Also es wurde einiges geändert, zum Beispiel hier ein Hitpoints Reduce, ein Damage Reduce, hier auch nochmal Damage Reduce, das heißt, man kann jetzt mehr im Early Game, also noch früher im Early Game anfangen, Camps zu machen. Bei den Infernals sieht man das ja ganz gerne, dass die dann einfach so ein Fleisch schaufen, ihr Supply Depot da hinsetzen, das spawnt ja so kleine Viecher und dann damit plus einem Brute schon anfangen, Camps zu machen. Das geht jetzt natürlich noch besser. So, hier haben wir die Vanguards. Da gibt es einige Upgrades, die mich freuen. Und ich finde die Upgrades auch tatsächlich sinnvoll. Der Lancer zum Beispiel, das Upgrade von ihm, was man normalerweise erst auf T2 erforschen kann, kann man jetzt auf T1 erforschen, kostet genauso viel, dauert jetzt aber 90 Sekunden statt 60 in der Forschung. Was macht das Upgrade? Wenn ihr das Upgrade habt jetzt, dann bekommt der Lancer einen Bewegungsgeschwindigkeitsboost, wenn er getroffen wird. Was natürlich gegen Gaunts, also gegen Infernals, unfassbar gut ist, weil so die Lancer natürlich als Heavy Unit an die Gaunts kommen und die dann zerlegen können. Der Exoschaden wurde verringert von 14 plus 8 auf schwer auf 13 plus 6 gegen schwer. Das ist ein sinnvoller, wirklich sinnvoller Change. Die Exos sind einfach pretty much OP gewesen.
Bin auch gespannt, wie sich die Änderung jetzt anfühlt. Ich habe eben mein erstes Match gemacht und das fühlt sich eigentlich trotzdem ganz gut an. Fühlt sich auch wirklich an, als wenn er jetzt eher spezialisiert wird. Hedgehog, also unser Eagle, unser Auto, hat jetzt den Wechselmodus auf 0,3 Sekunden verringert. Finde ich ganz cool. Dann kann man auch ein bisschen flexibler und schneller reagieren, wenn man zum Beispiel dann einen Hornissen Run bei in seiner Eco hat und dann wieder, weil die Army kommt, umswitchen muss und weg muss oder so. Also das 0,1 Sekunden klingt wenig, ist aber echt verdammt viel. Hornet bekommt einen schönen Buff, 30 Hitpoints mehr. Volkan bekommt auch einen Buff, 50 Hitpoints mehr, der macht sich auch wirklich gut bemerkbar. Helicarrier hat ein paar Bugfixes bekommen und dann sehen wir ein schönes Upgrade für die Buzzsaw-Cannon, also die Cannon, wo ein Lancer drin ist. Der Schaden wurde von 13 plus 13 gegen biologisch auf 18 plus 8 gegen Light geändert, was sehr cool ist, ne? Das heißt, 18 Schaden ballert er raus, wenn da eine leichte Unit ist, kommen dann nochmal 8 Schaden rein, wenn es Brute sind, ist das ja natürlich nicht dabei, ne? Bei den Infernals, die Brutes, Sundering Soul Frenzy Upgrades, 50-50 auf 25-25. Ich glaube, das Upgrade, ich bin mir nicht sicher, weil ich Infernals noch nicht so oft gespielt habe, aber ich glaube, das Upgrade ist dafür da, dass ein zusätzlicher Unhold gespawnt wird und ich glaube, die irgendwie einen Movement Speed Buff von 25% haben für 30 Sekunden oder so, bin mir nicht sicher. Müsste man mal in-game nachgucken. Ja, die Gaunts haben die Upgrades genervt. Die brauchen jetzt 30 Sekunden länger. Und der Bewegungsgeschwindigkeitsboost ist jetzt 30% anstatt früher 40%. Na, wenn du das Upgrade hier die 40% hattest plus ein Speedcamp, dann konntest du damit halt echt super schnell sein. Ja. Damit haben wir eine resultierende Geschwindigkeit von 5,2. Hexen bekommen auch einen kleinen Nerf. Der Schaden wird verringert auf 25 von dem Skull. Also das Early Aggression der Hexe ist zwar immer noch da, hat auch immer noch Potenzial, aber es ist nicht mehr so One-Shot, ne? Wenn du als Infernal die Hexe rübergeradied hast zum Celestial zum Beispiel, dann hatte der meistens mindestens immer einen Worker tot, weil das echt viel Schaden gemacht hat und sie summiert hat, ne? Ja, dann gibt's noch weitere Kosten von Seismic Slam Upgrade bei Harbringer verringert auf 50-50, Weaver Energiekosten verringert auf 40, der Waffenschaden erhöht von 10% der maximalen Gesundheit einer Einheit, geben plus 5 gegen Strukturen auf 15 der maximalen Gesundheit einer Einheit. Das heißt, hier ist es nicht mehr diese 20%, die der Schaden macht, sondern nur noch die 15%. Die Hellforge, das Gebäude, die Kosten wurde reduziert von 100 auf 100-0. Shadowcleft wurde auf 100-100 gesenkt, plus Bauzeitverringerung. Unsere Celestials haben auch einiges abbekommen in diesem Patch. Manches davon ist gut, manches davon lässt sich streiten. Aber unsere Wunschänderung ist drinne, da kommen wir aber gleich zu. So. Guardian Nexus, Kosten verringert von 150 auf 100. Therium Purifier, Kosten verringert von 100 auf 50-50. Erste Änderung, die uns gefällt, ist der Morphcore. Der Schaden wurde verringert auf 8. Von 8 auf 2 plus 6 gegen Light. Das heißt standardmäßig nur 2 Schaden plus 6 gegen Light. Was natürlich für den Morphcore Rush ein ziemlich krasser Nerf ist. Und das ist eigentlich auch ziemlich fein so. Das Prism, die Gesundheit, also die Arbeiter, verringert sich von 260 auf 180. Hier bin ich tatsächlich nicht so von dem Nerf begeistert. Das ist echt ein dicker Nerf. Die Arbeiter kosten halt einfach, ich glaube, 130 Luminite. Boah, auf der Nerf auf, keine Ahnung, 210 Hitpoints, glaube ich, hätte schon gereicht. Und die Kree, unsere Rush-Einheit Nummer 1 und Mars-Einheit Nummer 1, hat einen schönen Fix bekommen. Sie haben keine Bonusrüstung mehr während des Rollens und der Schaden wurde geändert von 24 Standard auf 16 plus 8 versus Light. Das ist ein Big Change, ne? Also,
Puh, wenn wir jetzt Savage spielen, dann würden wir zum Beispiel im Early Game als Lancer Opening spielen, also mehr Lancer als Exos und dann mit den Lancern gegen die Kree spielen, denn die bekommen nur 16 Schaden. Die plus 8 richten sich gegen Light. Ein guter Change ist auch hier der Saber, das ist der dicke Panzer von den Celestials. Da hat der Mass Accelerator keine 100 Gesundheit mehr und die Abklingzeit erhöht sich von 0 auf 20 Sekunden plus der Schaden von 48 plus 40 gegen schwer auf 52 gegen 52 schwer. Das heißt, diese Dinger sind halt einfach Celestials Antwort auf Heavy Units im Mid- oder Late Game. Und die zerlegen einen Magmadon, das ist der Wahnsinn. Also unbedingt mal testen, Saber sollte in jeder Army mit drin sein. Das waren grob die Patch Notes. Ich werde heute Nachmittag streamen. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. www.twitch.tv/justzyriak. Wäre cool, wenn ihr mit dabei seid und wenn euch die kurze Patch Notes Übersicht gefallen hat, dann seid so gut, lasst ein Like da, kommentiert, welche Änderung euch am besten gefällt. Und bitte vergiss nicht, den Subscriber-Button zu drücken.